Ja, hallo, ein ganz kurzes Video. Das ist jetzt nicht so wirklich an meine Zuschauer gerichtet. Das ist nur ein Video für Fantastic Toys and Merchandise an den guten Thomas, denn der hat einen kleinen, ja, ein kleines Signatur, wie sagt man, Event gemacht, in dem dass er Figuren signierte und das so als kleines Fan-Mitbringsel statt Autogramme auf Autogrammkarten auf Figuren. Und da habe ich für meinen Sohn mitgemacht. Und ganz kurz zur Hintergrundgeschichte: Wer Fantastic Toys and Merchandise nicht kennt, das ist wahrscheinlich einer der ältesten und traditionellsten Retro-Kanäle, was es mit Masters und Star Wars hauptsächlich zu tun hat. Auch andere Dinge, aber hauptsächlich Star Wars Masters. Und das habe ich schon geguckt. Da gab es meinen Kanal noch gar nicht so wirklich. Und hat mich auch ein bisschen ermutigt, da mit den Actionfiguren anzufangen. Also von daher hat es auch für mich speziell nochmal eine große Bedeutung, aber auch für meinen Sohn, weil der guckt sich das jetzt schon seit er lebt an, im Endeffekt. Immer mal wieder so ein Video, Star Wars-Figuren und Masters-Figuren. Das ist halt einfach interessant. Und da haben wir tatsächlich von ihm so eine Figur gekriegt. Also mein Sohn hat die bekommen. Und da ist halt dann hier so ein Autogramm. Ich musste ein bisschen was abdecken, dass man den Namen von meinem Sohn nicht sieht. Aber hi, vielen Dank für deine Zuschauertreue, Thomas. Fantastic Toys and Merchandise. Wirklich mega cool. Und ich habe es geschenkt. Von daher mega, mega Dankeschön. Und ich habe dann noch so ein bisschen ja, ihm geschrieben, was ich so mag. Da hat er dann noch einen Star Trek Booster dazu gelegt. Mega nett, danke. Und dann hat er ihm noch ein Spielzeugauto dazu. Und dementsprechend gibt es jetzt von meinem Sohn ein großes Dankeschön. Dankeschön. Und der Orku, das ist seine Lieblingsfigur, oder? Ja. Und wie gerne guckst du Fantastic Toys and Merchandise? Sehr. Na also. Dann werden wir den, glaube ich, mal in unsere Abo-Liste mit reinnehmen, also dass den andere auch sehen und die Figur bekommt da hinten einen schönen Platz. Wir haben ja auch den Orko, der von dem 2000X-Serie da an der Wand original verpackt und da kommt dann noch der andere Orko da an die Wand ran. Also er kriegt einen ganz tollen Platz. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Thomas. Also das ist echt eine Mega-Aktion. Ich glaube, 103 Päckchen hat er da verschenkt. Das muss man sich schon allein geben. Allein für die Action-Figuren muss man bedenken, kommt ja locker 10 bis 15 € zusammen, wenn nicht sogar mehr. Und dann kommt noch dazu, dass im Endeffekt der Versand ja nochmal pro Figur ungefähr 5 € kostet. Also eine Mega-Aktion. Ich könnte es mir nicht leisten, bei mir gibt es nichts. Eigentlich wollte ich ja als kleines Dankeschön eine Figur zurückschicken, wo dann der kleine Schnasel Junior hier signiert. Aber da haben wir nicht die Rechnung mit dir immer gemacht, denn auf deinem Paket stand tatsächlich als Absender Fantastic Toys and Merchandise. Ja, wer denn sonst? Das ist sehr geil. Da konnte man nichts zurückschicken. Hier hat er noch einen Mustang bekommen. Sehr cool. Also ein Mustang ist auf jeden Fall ein cooles Auto. Damit wird er auch spielen. Das macht ihn Spaß. Also der hat schon ein paar Autos. Eine kleine Batmobil-Sammlung, da kann das mit so reingebaut werden. Und ich habe mir auch noch diese Trading Cards genommen. Ja, die teile ich mir mit meinem Sohn. Er ist jetzt nicht so der Tricky-Fan. Und haben wir hier auch schon, aber ganz kurz, um zu zeigen, was drin war, hier ein wunderschönes Bild von der Enterprise. Dann haben wir hier irgendwelche Parasiten, Paradise, irgendwelche Pflanzen, die kenne ich jetzt nicht so wirklich. Dann haben wir hier nochmal eine andere Pose von dem Star Trek-Raumschiff, also ganz cool, ein bisschen düsterer, gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das tue ich in den Rahmen. Dann haben wir hier nochmal so einen kosmischen Sternentypen. Ich glaube, das war ein Monster damals, ne? Also so ein Riesensternenwesen. Dann eine Arena, ich glaube, da hat mal der Captain Kirk gekämpft, soweit ich das noch weiß. Dann so ein Spiegel, da weiß ich leider nicht, was der für einen Zusammenhang hat. Dann haben wir hier ein Crewmitglied, China Loughton und Uhura. Jetzt nicht gerade die besten, aber immerhin. Dann haben wir hier noch so ein, ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es nicht mehr. Ist schon zu lange her. Hier noch so ein Planeten. Was ich ganz cool finde, hier haben wir noch einen, der mit Degen kämpft. Auch sehr cool gemacht. Was ich ganz cool finde, nicht den da hier, sondern wir haben Alice und White Rabbit. Die kriegt mein Sohn. Die sind ja mal mega. Also ausgerechnet diese zwei Karten in den Booster zu haben. Mega, mega cooles Dankeschön. Den haben wir auch noch drin. Mega cooles Dankeschön. Ich weiß nicht, ob die Karten viel wert waren. Die haben sie einfach aufgemacht. Wir konnten nicht widerstehen. Aber ich meine, wir haben Rabbit und Alice. Was will man mehr? Das ist ja wirklich klasse. Das kommt an die Wand. Und dann halt auch der Orko an die Wand. Vielen, vielen, vielen Dank, Thomas. Dankeschön. Auch vom kleinen Schnasel Junior. Wir können uns dafür haten. Ciao! Ciao.